Im heutigen Video zeigen wir Ihnen, wie man mit WinPCNC den Z-Nullpunkt eines Werkstücks ermittelt. Dafür verwenden wir die Methode Ankratzen mit einem Blatt Papier und unseren Oberflächentaster Z-Probe. Zuerst wird die Referenzfahrt gestartet. Nach der erfolgreichen Referenzfahrt wird die Frässpindel manuell in X und Y über das Material an die gewünschte Stelle verfahren. Auf das fixierte Material wird ein Blatt Papier unter den Fräser gelegt und die Z-Achse mit dem Z-Plus-Button nach unten gefahren, bis das Papier zwischen dem Material und dem Fräser nicht mehr frei verschiebbar ist. Mit kurzen Klicks auf die Fahrbuttons können einzelne Schritte der jeweiligen Achse gefahren werden. Dadurch ist eine exakte Positionierung möglich. Der gefundene Z-Nullpunkt kann nun über den Button Z-Position speichern gespeichert werden. WinPCNC fährt nun automatisch auf den eingestellten Sicherheitsabstand. Die gespeicherte Position kann mit dem Button Z-Position anfahren überprüft werden. Um den Z-Nullpunkt mit einem Oberflächentaster zu bestimmen, muss dieser in WinPCNC konfiguriert werden. Wir verwenden in dem Video unseren Oberflächentaster Z-Probe dafür. Zuerst wird der Eingangspin des Tasters im Signalassistenten mit der Funktion Signalpins testen ermittelt. Dafür wird der Taster per Hand betätigt. Da das Signal des Pin 10 am LPT2 bei Aktivierung des Tasters von schwarz auf rot wechselt, wird dem Eingang I221 Taster der Pin LPT2 Pin 10 zugewiesen. Bei einem Wechsel von rot auf schwarz müsste der Pin LPT2 Pin 10 invertiert verwendet werden. Unter Sonderfunktion Signaltest kann die Zuweisung des Tasters nochmal geprüft werden. Der Eingangstaster muss bei der Aktivierung von Schwarz auf Rot wechseln. Sollte dies nicht der Fall sein, muss im Signalassistent der Eingangspin invertiert zugewiesen werden. Anschließend wird der Tasterblock unter Zubehör aktiviert. Nun wird der Tab-Taster sichtbar. In dem Tab kann das Tastermaß eingegeben werden. Das Tastermaß definiert die Distanz zwischen dem Schaltpunkt des Tasters und der Auflagefläche des Tasters. Eine kurze Beschreibung zum Ermitteln eines unbekannten Tastermaßes zeigen wir am Ende des Videos. Nun wird der Taster auf das Werkstück unter die Spindel gelegt und die Vermessungsfunktion, dem Button Taster Z-Nullpunkt, gestartet. Die Messung kann mit dem Button Z-Position anfahren überprüft werden. Um das Tastermaß zu ermitteln, wird der Wert für das Tastermaß in den Parametern vorerst auf 0 gesetzt und die Messung des Z-Nullpunktes wird mit dem Taster durchgeführt. Der nun gemessene Z-Nullpunkt entspricht genau dem Schaltpunkt des Tasters. Anschließend wird die Z-Achse manuell auf die Oberfläche des Werkstückes gefahren und die genaue Position, zum Beispiel erneut durch Ankratzen, ermittelt. Der nun angezeigte Wert der Z-Werkstückskoordinate entspricht exakt dem Wert des Tastermaßes und kann direkt in die Parameter eingegeben werden. Ab jetzt können Sie den Oberflächentaster auf jedes Werkstück legen und den Z-Nullpunkt vermessen lassen.